Herr Dr. Neumann, Sie sind Chefarzt der Frauenklinik im Städtischen Klinikum München-Schwabing. Was zeichnet Ihre Fachklinik aus? Ja, also unsere große Frauenklinik hier in München-Schwabing zeichnet aus, dass wir eben eingebettet sind in ein Großklinikum. Das heißt, dadurch auch in der Frauenklinik die Möglichkeit haben, interdisziplinär die Münchner Frauen zu behandeln, egal mit welchem Krankheitsbild, Tag und Nacht. Das zeichnet sich vor allen Dingen in der Geburtshilfe auf, eingebettet in die auf der einen Seite Perinatalzentrum, die Kinderklinik, Neonatologie und auf der anderen Seite unsere Kinderchirurgie. Gemeinsam bilden wir das Perinatalzentrum Level 1. Extrem hohe fachliche Kompetenz vor Ort, Tag und Nacht, sodass wir überhaupt keine Probleme haben, alles, was sozusagen von der Straße in die Klinik kommt, Tag und Nacht zu behandeln. Auch schwere Krankheitsbilder, extreme Frühchen und das in dem optimalen Setting für die Patienten auch optimal behandeln zu können. Was insbesondere in der Fachklinik sind die Schwerpunkte? Also ich habe schon gesagt, der eine Schwerpunkt ist unser Perinatalzentrum. Wir haben inzwischen über 2000 Geburten in München-Schwabing. Das heißt eine sehr große Zahl, auch eine große Zahl an Risikogeburten, an Kindern mit irgendwelchen Fehlbildungen, die sofort nach der Geburt behandelt werden müssen. Dann im Team Neonatologie und Kinderchirurgie. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich die Gynäkologie. Da haben wir uns spezialisiert eher auf die schweren Erkrankungen, die Krebserkrankungen der Frau, also Eierstockkrebs, Gebärmutterhalskrebs, Brustkrebs. Auch hier ist das Setting so, dass wir im Prinzip interdisziplinär diese Frauen optimals behandeln können. Interdisziplinäre Zusammenarbeit, eine hohe Expertise, von der Sie gesprochen haben. Was sind denn darüber hinaus die besonderen Angebote Ihrer Fachklinik? Ein besonderes Angebot, worauf wir sehr stolz sind, ist die Zertifizierung als babyfreundliches Krankenhaus. Das heißt, wir betreuen die Patienten nach den 10 Schritten. Das sind die Grundlage der Zertifizierung. Betreuen die Patienten nach den Best-Kriterien, das heißt Bindung, Entwicklung und Stillen. Das heißt von Anfang an interdisziplinär. Hier kommt die Pflege auch sehr stark ins Spiel. Das heißt die Hebammen, die Schwestern, Kinderkrankenschwestern, die optimal die jungen Familien betreuen können, sodass der Start ins Leben von der ersten Minute an, die ersten Tage optimal gelingt und der Grundstein gelegt ist für alles Weitere, was da kommt. Sehr schön. Also ein babyfreundliches, ein patientenfreundliches Umfeld, das bedeutet natürlich auch eine spezielle Interaktion mit den Patientinnen und Patienten bei Ihnen. Genau. Das heißt, es ist der Kontakt ist sehr intensiv. Das heißt, das Pflegeteam steht Tag und Nacht bereit. Es sind genügend Personal auf Station. Was sozusagen die Mütter beim Stillen oder auch die Väter, wir bieten ja, soweit es geht, so gerne, wie wir das eben auch hinkriegen im Alltag, immer Familienzimmer an. Das ist für uns die Idealvorstellung für die ersten Lebenstage, dass die Familie komplett, also auch mit Vater, bei uns aufgenommen werden kann und dann praktisch Tag und Nacht die ersten Lebensstunden und Tage praktisch gemeinsam genießen kann. Und das unterstützt von einem professionellen Team, das ist so die Idealvorstellung, die wir haben von der Geschichte. Und dann gibt es auch ein relativ junges Eltern-Kind-Zentrum bei Ihnen, das neu installiert wurde. Das ist, beschreibt das genau, was ich gerade erzählt habe, mit Familienzimmer, was wir anbieten. Und eben nicht nur wir, sondern auch die Kinderklinik. Das heißt, die Untersuchungen entsprechend beim Kind auch auf Station bei uns gleich durchgeführt werden können. Weil wir haben ja einen sehr, sehr großen Anteil an kerngesunden Kindern. Das heißt, das ist nichts Pathologisches, sondern das ist einfach eine junge, gesunde Familie. Und auch da kann man unterstützend sehr gut tätig sein. Man merkt Ihnen an, die Arbeit macht Ihnen Freude. Unbedingt. Wie kamen Sie denn auch zu dieser Berufswahl? Ich weiß nicht, haben Sie Kinder? Ja. Also dann können Sie das vielleicht nachempfinden. Also ich denke, eine Geburt ist so ziemlich das Emotionalste, was wir Menschen erleben dürfen.
Und da dabei zu sein, unterstützend dabei zu sein, das Bestmögliche von Anfang an für die Familie zu tun, ist extrem befriedigend. Und das eingebettet in unseren operativen Bereich, große Operation, ist für mich der Traumberuf. Herr Dr. Neumann, herzlichen Dank.